war eine lange und harte Saison. Auch wieder unter Pandemiebedingungen. Zum Glück konnten wir diesmal im Publikum noch eine Show bieten. Wer weiß, wie lange es noch möglich ist. Ich denke, der heute da war, hat einen geilen Kampf gesehen. Ein sehr seltsamer Kampf aber auch, der sicherlich Höhe und Tiefe hatte. Im Großen und Ganzen haben wir einfach 14 Kämpfe gemacht. Wir haben 12 Kämpfe gewonnen, zweimal unentschieden. Ich denke, wenn man es aus dem Blickwinkel sieht, sind wir verdient Schweizer Meister. Ich sehe den Magomed in der Oberlage am Boden. Sehen verbotene Hebelgriffansätze. Schießt sich der Pfeif sofort ab. Ich werfe den Videobeweis, weil ich der Meinung bin, dass es gegen das Gelenk mit billiger Inkaufnahme von einer Verletzung geht. Und deswegen will ich eigentlich einen Punkt für uns und eine Verwarnung für den Gegner. In dem Moment fliegt die Bierdose von unserer Tribüne. Von der Gegenseite fliegt auch die Dose. Also beide Fanlager haben da ein bisschen die Kontrolle verloren. Leider lässt sich dann der Magomed zu einer Unsportlichkeit gegenüber den Zuschauern hinreißen. Die ist im Mathe-Präsident aufgefallen. Die haben es über das Video überprüft. Haben dann auf Disqualifikation entschieden. Ich verstehe natürlich einen gewissen Frust bei Freiamt. Ich verstehe auch, dass man nach der Leistung, die man in der ersten Hälfte gebracht hat, von Freiamter Seite her, natürlich geschockt ist über das, was da passiert ist und natürlich auch sehr traurig. Und ja, ich hätte auch lieber sportliche Antwort geben können, anstatt so am grünen Tisch. Aber es ist halt so entschieden worden. Genau wie letzte Woche sind wir zur Pause zurückgelegen. Genau wie letzte Woche habe ich mit meinem ehemaligen Cheftrainer Thomas Bucheli beraten. Und heute auch mit dem Gergeli. Letzte Woche war er leider auch krankheitshalber nicht dabei. Und in beiden Kämpfen hat mir der Thomas einige super Tipps geben können. Und dann bin ich in die Kabine gegangen und habe versucht, rhetorisch alles aus mir rauszuholen, was drinsteckt. Konnte ihm, glaube ich, beides Mal die 5 Ringer, die ich in der zweiten Hälfte gerungen habe, sehr gut erreichen. Der Fokus war unglaublich, die Spannung in der Kabine, es war zum Zerreißen. Und beides Mal ist der Löwe, glaube ich, danach explodiert. Also das muss man schon sagen. Also die Leistungen waren letzte Woche und diese Woche, glaube ich, herausragend in der zweiten Hälfte. Ja, mit Ausnahme heute vom 86 Freistil. Dazu kann man ja nichts sagen von sportlicher Seite her, muss man ja sagen, der Magomed bis zu dem Zeitpunkt verdient und hochgeführt. Aber von unserer Seite her, ich weiß gar nicht, wo die Jungs die Mentalität hernehmen. Also ich bin sehr zufrieden damit natürlich.